Es muss zunächst einmal die Frage beantwortet werden, warum wir ein Automobil testen, das schon seit 8 Jahren auf dem Markt ist. Nun, Fiat hat den 128 überarbeitet. Man hat an der Grundkonzeption festgehalten. Technische und optische Retuschen und Veränderungen sollen dazu beitragen, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Fiat hat in den vergangenen Jahren gegen die Konkurrenz nicht gerade glücklich operiert und erhebliche Marktanteile eingebüßt. Das soll jetzt anders werden. Fiat belegt in der Zulassungsstatistik des Jahres 1976 den 8. Rang. Und unter den in der Bundesrepublik gelieferten Fiat-Typen steht der 128 an erster Stelle. Mit genau 27.218 Fahrzeugen. Das Programm des 128 umfasst 3 Modelle von 11 bis 1300 Kubikzentimetern, zum Teil 2-, 3- oder 4-Türen. Unser Testwagen heißt 128 CL, das Spitzenmodell mit 60 PS, gleich 44 Kilowatt und einem Preis von rund 10.000 Mark. Das Fahrwerk des 128 ist eine durchaus moderne Angelegenheit mit Einzelradaufhängung vorne und hinten, Querlenker und Stabilisator. Es bietet also gute technische Voraussetzungen für ein akzeptables Fahrverhalten. Wenn in dieser Hinsicht trotzdem Einschränkungen gemacht werden müssen, so vor allen Dingen aus 2 Gründen. Erstens, bei ganz bestimmten Kurvenfolgen ist der Wagen zu nervös und fordert ständiges Korrigieren. Und zweitens, die Lenkung des frontangetriebenen Wagens lässt in bestimmten Fahrsituationen an Präzision zu wünschen übrig. Es bedarf sicher geraumer Zeit, bevor man sich an die Reaktionen des Automobils gewöhnt hat. Schon bei diesem Punkt wird offenbar, dass ein Wagen, dessen Geburtstag schon einige Jahre her ist, nur in seltenen Ausnahmefällen den Stand der Technik von heute präsentieren kann. Besser schneidet der 128 auf schlichter Fahrbahn ab. Schwingungen und Vibrationen werden in ausreichender Weise aufgefangen, ehe sie den Fahrgastraum erreichen. Hier erweist sich der Fiat 128 als ein robustes Fahrzeug, das Bodenwellen und Schlaglöcher nicht allzu ernst nimmt. Getrübt wird diese Feststellung allerdings durch die Tatsache, dass die Geräuschdämpfung der Karosserie nicht ausreicht. Das bedeutet eine Einschränkung des allgemeinen Fahrkomforts. Bremstest. Die Bremsanlage hat mit dem 825 Kilogramm schweren Wagen keine Probleme. Die Bremsen greifen weich, der notwendige Pedaldruck ist vergleichsweise gering. Ein lastabhängiger Bremskraftregler sorgt dafür, dass die Hinterräder nicht blockiert werden. Aus 100 Kilometern Geschwindigkeit steht der Wagen nach 52 Metern und 80 Zentimetern. Die Form des 128 ist über die Jahre hin die gleiche geblieben. Sie zählt auch heute noch zu den unauffällig zeitlosen und das ist sicher kein Fehler. In verschiedenen Details wurde sie optisch aufgewertet. Außerdem hat man ihr lobenswerterweise einen umfassenden Rostschutz mit auf den Weg gegeben und damit einen Punkt früherer Kritik aus dem Weg geräumt. Auch im Innenraum entdeckt man, im Gegensatz zu früher, einige Verbesserungen, die sich allerdings in einem sehr bescheidenen Rahmen halten. Und auch die Qualität der Verarbeitung macht leider vor manchen Details Halt. Das ist umso erstaunlicher, als es nach langen Modelljahren eigentlich keine Fertigungsschwierigkeiten mehr geben sollte und dürfte. Erfreulich dagegen das Platzangebot, das gilt ebenso für die vorne Sitzenden wie für die Fond-Passagiere. Die Zusatzbezeichnung CL steht für Comfort Lusso, das heißt so viel wie Komfort Luxus oder Luxuskomfort. Nach der Berichtigung dieser Bezeichnung sucht man allerdings vergebens.
Sie wird weder durch den Fahrkomfort unterstrichen, noch durch die Innenausstattung, die sich auf das Notwendigste beschränkt, manchmal mit spartanischer Zurückhaltung, manchmal, wie zum Beispiel bei den Armaturen, entspricht sie noch nicht einmal dem in dieser Klasse üblichen Standard. Man sollte mit solchen und ähnlichen Bezeichnungen, die der werblichen Aufwertung eines solchen Automobils dienen, sehr vorsichtig sein. Denn es könnte passieren, dass sich der Kunde getäuscht fühlt. VW hat gerade mit dem Derby wieder eine Stufenhecklimousine ins Programm aufgenommen. Der Fiat 128 kommt den Freunden dieser Karosserielösung ebenfalls entgegen. Sein Kofferraum bietet eine ganze Menge Platz und rundet so die insgesamt günstigen Raumverhältnisse ab. Der 128 hat einen quer eingebauten Vierzylindermotor mit 1300 Kubikzentimetern, 60 PS oder 44 Kilowatt, Höchstdrehzahl 6000 Umdrehungen pro Minute. Beschleunigungsmessung von 0 auf 100. Die Maschine ist äußerst drehfreudig und durchaus elastisch. Bis die 100-Kilometer-Marke erreicht ist, vergehen 15,5 Sekunden. Zum Vergleich. Fiat 128 CL 15,5. VW Golf 1100 15,8. Renault 5 LS 15,8. Austin Allegro 16,9 Sekunden von 0 auf 100. Man fühlt sich mit dem 128 immer ein wenig schneller, als man tatsächlich fährt. Das liegt in erster Linie an der Geräuschentwicklung des Motors, der sich nicht gerade zurückhält. Bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern zeigt die Messskala 76 dBA. Die Geräuschfrequenzen selbst sind im Übrigen keinesfalls unangenehm. Sie ähneln einem sportlichen Brummton. Höchstgeschwindigkeit 140 Kilometer pro Stunde. Das ist bei einem Fahrzeug dieser Klasse sicher kein Spitzenwert, aber immerhin ausreichend, um im allgemeinen Verkehrsfluss beispielsweise auf Autobahnen mühelos mitzuhalten. Der 128 auf Verbrauchsfahrt. Auf der Autobahn bei einem Durchschnitt von 120 Kilometern 9,2 Liter pro 100 Kilometer. Kurzstrecke 10 bis 11,5 Liter. Landstraße bei zügiger Fahrweise 9,5 Liter. Das ergibt einen Testverbrauch von 9,8 Liter pro 100 Kilometer. Zum Vergleich, VW Golf 1100 8,9 Liter Normalbenzin, Renault 5 LS 9,4 Liter Super, Fiat 128 CL 9,8 Liter Super, Austin Allegro 9,9 Liter Super auf 100 Kilometer. In den Tank des 128 gehen 38 Liter, das reicht also für rund 400 Kilometer. Kältetest. In der Versuchskammer ist der Testwagen auf 15 Grad minus unterkühlt. Dabei gab es in früheren Zeiten erhebliche Startschwierigkeiten. Aber damit ist es heute vorbei. Der Fiat 128 begegnet den 15 Grad minus mit einem
flotten Kaltstart nach der ersten Schlüsselumdrehung. Bei dieser Gelegenheit erweist sich, dass die Heizung in kurzer Frist eine wohltuende Temperatur verbreiten kann und dass ihre Intensität und Regulierungsmöglichkeiten vollauf zufriedenstellen. Das Gleiche gilt übrigens für die Belüftung des Fahrzeugs, die noch durch zwei seitliche Ausstellfenster unterstützt wird. Im Übrigen verbürgen die Außenabmessungen des Wagens in Verbindung mit dem Einschlag der Vorderräder genügend Handlichkeit. Mit einem Wendekreisdurchmesser von 10,30 Metern erfüllt der 128 alle Anforderungen. Wir haben, wenn auch in anderem Zusammenhang, schon festgestellt, dass es sich bei dem Fiat 128 um ein robustes Automobil handelt. Dieser Eindruck sieht sich auch nicht durch außergewöhnliche Witterungsbedingungen beeinflusst. Bei dieser Fahrt zeigt sich zum Beispiel, dass die Karosserie in jeder Beziehung dicht hält und dass die empfindlichen Teile des Motors gegen Wasser so geschützt sind, dass sich keinerlei Probleme ergeben. Das ist ein wesentlicher Punkt der Fahrsicherheit. Test der Seitenwindabweichung. Das Fahrzeug wird mit einer Luftgeschwindigkeit von 100 km pro Stunde von der Seite angeblasen. Wagengeschwindigkeit ebenfalls 100 km. Es wird nicht gegengelenkt. Der 128 reagiert auf diese plötzliche Seitenwindböe sehr gelassen und erreicht mit einer Abweichung von 2,60 Metern einen guten Wind. Als der Fiat 128 Ende der 60er Jahre auf den Markt kam, zählte er zweifelsohne zu den modernsten Wagen seiner Kategorie. Aber das ist nun leider schon 8 Jahre her. Und in dieser Zeitspanne hat die Konkurrenz eine Vielzahl neuer Typen auf den Markt gebracht. Und an dieser Konkurrenz muss sich heute der 128 messen lassen. Ein Vergleich, der nicht zu seinen Gunsten ausfallen kann. Fiat hat offensichtlich geglaubt, mit einer einstmals bewährten und auch ausgereiften Konstruktion im Rennen um die Gunst des Publikums mithalten zu können. Ein Optimismus, den wir nicht teilen und der vom Markt nicht bestätigt wird. Hier noch einmal wichtige Messergebnisse in der Zusammenfassung. Beschleunigung von 0 auf 100, 15,5 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 140 km pro Stunde. Innengeräuschmessung 76 dBA. Wendekreis 10,30 Meter. Bremsweg aus 100 km Geschwindigkeit 52,80 Meter. Seitenwindabweichung 2,60 Meter. Testverbrauch 9,8 Liter. Preisempfehlung ohne Extras 10.020 Mark.